Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu King of Retails. Oh mein Gott, ist das lange her. Ja, irgendwie ist es wirklich ein bisschen lange her. Es gab ja viele Situationen in Deutschland und der ganzen Welt, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Ich bin wieder da und ja, ich spiele King of Retails. Ihr kennt's, wir kennt's, wir haben das Let's Play ja zusammen angefangen. Es gab jetzt eine kleine Aufnahmedurststrecke aus Gründen. Vielleicht mache ich nochmal ein kleines News-Video dazu, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter. Und wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben ja einmal den guten Herschel, der ist auch noch da. Und einmal die Chelsea. Dieser hat jetzt einen Kurs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr welchen Kurs. Jedenfalls haben wir sie in den Kurs geschickt. Kurs geschickt. Ich habe dann mal in der Zwischenzeit, haben wir das in der Folge gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben es in der Folge gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir halt echt nicht mehr sicher. Ich habe den Laden wieder aufgebaut soweit. Ich glaube, das haben wir in der Folge gemacht. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich denke aber schon. Dementsprechend haben wir heute nur den Herschel unterwegs. Und ja, wir haben auf jeden Fall wieder unseren Laden eingerichtet soweit. Ein neues eigenes Design so ein bisschen entwickelt hier so, ja. Das ist jetzt so unser Style sozusagen, unsere Kasse hier, die mir wirklich gefällt, muss ich echt sagen. Ja, jetzt warten wir mal, bis der Herschel kommt, der Gute. Und in der Zeit trinke ich einen Schluck Kaffee. Achtung. Entschuldigung. Wir warten jetzt, bis der Herschel kommt. Unser Lager ist recht voll. Das sieht auch recht gut aus soweit. Herschel ist da. Waren haben wir nichts bestellt. Das ist auch gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen um die... Denken Sie dann... Ja, das weiß ich. Alles gut. Chelsea. Wir müssen uns um die Kasse kümmern. Ist aber jetzt nicht so das Problem. Wir haben 75.000 auf der Kette. Können also dementsprechend ein bisschen handhaben. Oh, was ist denn das hier? Warum ist das da so weit unten? Weil ich... Uiuiui. Aber das ist ja ein bisschen doof, ne? Für Kunden geöffnet. So. Der Herschel verkauft. Hey, got a second. Und geht, genau, jetzt zum Kunden hin. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. A little help. Die Dame kommt an die Kasse. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Tag. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. 85. Ich habe mir noch was überlegt. Ich habe mir noch echt etwas überlegt. Und zwar, wir wollen ja noch ein bisschen ausbauen. Ne? Wir müssen ja mal wirklich produktiv denken. Das ist auch nach wie vor der Unternehmermodus, nicht der Konzernmodus. Ich war jetzt am Überlegen, ich weiß nicht, können wir mit dem Geschäft auch den Unternehmer, den Konzernmodus machen? Herschel, wo willst du hin? Bist du an die Kasse? Herschel will an die Kasse. Herschel will nicht an die Kasse. Herschel will einfach nur hier dumm stehen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ob ich auch mit diesem Spielstand den Konzernmodus machen kann. Ich glaube ja nicht. Ich müsste das mal testen. Ich würde das mal testen mit meinem Testspielstand, den ich ja habe. Und dann finden wir das mal raus, ob das überhaupt geht. Wenn ja, könnten wir dies umswitchen und dann als Konzernmodus machen. Die andere Idee wäre, ob wir nicht einfach, ob ich einen neuen Spielstand mache und diesen halt rein auf Konzernmodus aufbaue, den vielleicht dann im Stream spiele oder so. Da müsste ich mal schauen, wie ich das handhaben werde, würde gerne. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht, wirklich. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Dann, weil gerade im Konzernmodus haben wir ja dann auch noch ein bisschen mehr Herausforderung. Ich meine, wir können hier unser Geschäft aufbauen, ganz normal natürlich. Und können dementsprechend natürlich auch uns erweitern und so weiter. Können dann auch den Warenbestand erweitern mit, keine Ahnung, mit Lebensmitteln oder sowas. Wobei das nicht passen würde. Schauen wir mal. Ist egal. So, wir kassieren hier weiter ab. Es läuft ja recht gut. Der gute Herschel. Wir müssten bloß auch mal auffüllen. Und ja,
wir kennen das Prinzip, ne? Wenn wir hier einmal an der Kasse stehen, in unserem Laden hier, dann kommen wir einfach nicht mehr weg. Das ist echt schlimm. Thank you. Dann haben wir keine Chance mehr wegzukommen. Deswegen war es gut, eine oder jemanden einzustellen, der hauptsächlich an der Kasse steht. Bloß ich denke, es läuft recht gut. Wir werden auf jeden Fall den Laden noch erweitern, ganz klar. Das Lager würde ich sehr, sehr gerne woanders hinhaben. Ich würde das Lager gerne hier so irgendwie hinhaben. Wobei, der Mitarbeiterbereich, wir könnten das alles ein bisschen nach hinten ziehen. Ich finde es schade, dass man nicht irgendwie so ein Personalflur machen kann. So einfach so ein kleiner Flur, wo nur das Personal hin kann. Wo wir dann einzelne Abzweigungen machen können. Hier links geht's zum Mitarbeiterpunkt und rechts zum, sag mal, zum Lager zum Beispiel. Wäre auf jeden Fall cool. Thank you. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich auch gesagt, dass ich ein bisschen King of Retails vielleicht einfach auch mal streame und dann das Ganze so nutze. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hatte keinen besonderen Grund. Oder doch, ich bin einfach nicht dazugekommen zu streamen. Das war eigentlich mehr oder weniger der Grund. So langsam beruhigt sich alles wieder ein bisschen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt auch mal hin und wieder eine Folge aufnehmen kann. Heute zum Beispiel habe ich endlich mal wieder Zeit, ein bisschen King of Retails aufzunehmen. Dann kommt das auch wieder ein bisschen. Es kann halt immer mal wieder vorkommen, dass mal eine Woche keine Folge kommt oder sowas. Ich denke, zwei Folgen King of Retails in der Woche, das ist erstmal okay. Anders da geht's. Ich kriege es zeitlich sonst nicht anders dahin. Mir ist auch bewusst, dass das für den YouTube-Algorithmus natürlich absolut Killer ist für meinen Kanal, aber ich krieg's halt zeitlich leider nicht anders dahin. Und dementsprechend muss ich das leider so machen, aber ist okay. Ja, wenn es euch trotzdem gefällt und ihr trotzdem das Ganze guckt, dann freut's mich auf jeden Fall sehr. Und ich würde jetzt doch sehr gerne, können wir Herschel eigentlich sagen, hey Herschel, geh mal ein bisschen an die Kasse. Ja, bitte. Geh du mal ein bisschen an die Kasse, ey. Dann können wir nämlich jetzt mal ein bisschen was anderes machen und ein bisschen auffüllen. Dann lassen wir den guten Herschel jetzt mal an die Kasse, der sich hier, ich wollte gerade sagen, festgebackt hat. Aber ging. Gott sei Dank. So, ja, einen Moment, junge Dame. Ich komme zu Ihnen. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Was möchten Sie denn? Die Hosen haben Sie sich angeguckt, ne? Dann würde ich sagen, empfehle ich Ihnen die absoluten geilen Hosen. Zack, ich mache Schnellverkauf. Zack, haben wir erledigt. Locker flockig. Passt. So, hier füllt man wieder auf. Erstmal alles wieder soweit auffüllen. Was ist denn? Der Herschel kommt nicht nach mit der Kasse, ne? Das ist halt auch so ein Problem, was ich schon beobachtet habe, dass wir teilweise echt manchmal dann zu viele Leute an der Kasse stehen haben. Und dementsprechend, also ich bin halt schon wirklich dafür, dass wir jetzt demnächst mal umbauen. Und zwar richtig umbauen. Wir haben Ware gar nicht da. Das ist aber nicht so gut. Nein! Also, dass wir jetzt mal wirklich dann demnächst hier hardcore umbauen. Und mehr Platz machen, mehr Bewegungsfreiheit. Excuse me. Dass sowas hier zum Beispiel nicht passiert. Das passiert halt, weil wir kaum Platz hier haben, ne? Die Regale stehen sehr, sehr eng aneinander. Ist leider aktuell so. Kann ich gerade noch nicht ändern. Müssen wir noch ändern? Werden wir ändern. Aber alles seiner Zeit. Wobei die Einnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen, die lassen doch ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich. Ich glaube, wobei, nee, 70.000, ne? Weil bei 77, glaube ich, waren wir oder sowas. Wir sind bei 93.000 jetzt. Ja, das ist okay. Nein, das war falsch. Ja, hab mich wieder mal verklickt. Aber was ich noch sagen wollte ist, genau, wenn wir dann ein bisschen umgebaut haben, dann habe ich mir gedacht, dann werden wir auch mal so, dann werden wir auch, keine Ahnung, vielleicht solche Stände hier, zwei Stück, aufstellen an einer bestimmten Stelle, die vielleicht auch ein bisschen anderes Design bekommt und so, wo man dann erkennt, hey yo, das sind die Schnäppchen. Und dann werden wir vielleicht auch mal, ja, so ein Wochenschnäppchen
machen oder sowas. So ein Wochenangebot, wo wir sagen, okay, diese Artikel, die da drauf sind, die sind jetzt einmal reduziert. Zum Beispiel. Dass wir also, wie gesagt, auch solche Wochenangebote machen. Ja, die Kasse, ich weiß. Die ist halt echt. Bruder, geh verkaufen. Ich mach das wieder. Dass wir dann sowas machen. Ich denke, das ist gut. Dann. Also ich meine, es kommen viele Leute hier rein, ne? Hey, a little help. Also wir können uns definitiv nicht beschweren, dass wir nichts zu tun haben, dass wir kein Geld reinbekommen oder sonst was. Die kaufen uns halt wirklich gut leer. Und das immer wieder. Aber das zeigt mir einfach auch, wir müssen unser Lager upgraden. Wir brauchen definitiv ein größeres Lager, wo wir einfach besser die Sachen lagern können. Und wir brauchen definitiv dann auch mal vielleicht noch mal Personal. Eine größere Verkaufsfläche. Das ist halt aber auch wieder mit einem riesengroßen Umbau verbunden, ne? Und dieser Umbau, das schreckt mich ja schon ab, ne? So ein Umbau. Schreckt mich enorm ab. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir könnten einen Tag zulassen. Könnten diese Zeit nutzen, um Herschel zum Beispiel auch noch einen Kurs zu schicken. Könnten einen Tag zulassen. Könnten komplett umbauen nochmal. Als erstes tun wir mal, wenn die Dame durch ist, noch. Zack. Die Waren bestellen, die wir verkauft haben jetzt. Das war hier heute verkaufte Artikel. Dass wir die einfach wieder drin haben. Allein das sind schon 9000. Zack. Dann können wir einfach mal hier noch ein bisschen auffüllen nebenbei. Zack, zack. Lagerfläche haben wir ja auf jeden Fall. Das sollte eigentlich wirklich kein Problem sein. Aber wir haben halt auch nicht alles hier gerade, ne? So, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach Hause. Wir gehen jetzt mal nach Hause und dann schauen wir mal. Also, Miete haben wir bezahlt, zack, Lohn haben wir bezahlt und wir sind mit 77 rein, haben jetzt 87, also ich würde sagen so circa plus minus 10.000 haben wir plus gemacht. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Hier 11.000, 11.170, ne? Das ist doch die richtige Summe. Mit allen Abzügen dann, Artikel, die wir schon bestellt haben jetzt. Ja, das ist, glaube ich, absolut die richtige Summe. 129 Visitors, 90 Customers, auch nicht schlecht. 140 Artikel haben wir verkauft. Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt können wir mal schauen. Als erstes, wir hätten jetzt beide wieder zur Verfügung. Ihnen können wir auch noch ein paar Punkte geben, so wie ich das gerade sehe. Und wir könnten ihn auch noch Kurs schon genommen. Also Kurse dahingegen hat er schon genommen. Wir können ihm jetzt hier aber noch... Ne, wir können ihm keine Punkte geben. Ah doch, hier. Hier können wir ihm Punkte geben. Verkaufsboost. Ich würde vorschlagen, wir geben ihnen noch den Nachschub. Schreiben den mal da ein. Chelsea, die war natürlich jetzt gerade erst im Kurs, ne? Aber die hat halt auch schon ordentlich jetzt eins, ne? Die könnten jetzt noch Marketing machen und dann könnten wir die richtig gut weiterbummeln. Ich würde der guten Chelsea allerdings jetzt noch gerne diesen Kurs geben. Dann sollen die beiden jetzt einen Kurs machen. Zack, wir gehen da raus. Wir werden jetzt einen geschlossenen Tag machen. Katze im Hintergrund. So, und jetzt überlegen wir mal, wie wir hier ausbauen. Wir haben 86.000 zur Verfügung und wir müssen einfach, wir müssen echt ausbauen. So. Eine Möglichkeit wäre jetzt, wir setzen hier das Lager an. Andere Möglichkeit wäre, also wir setzen hier das Lager an, tun auch hier dran setzen, haben dann diese Verkaufsfläche noch zusätzlich. Das wäre ja schon mal etwas mehr, ne? Dann könnten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser hantieren, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal. Lager würde ich fast schon, hoppla, sagen, machen wir, wenn, bam, so. 16.000 weg, alleine für dieses Lager. Dann brauchen wir natürlich jetzt noch die Tür. Das ist ja auch immer so eine Glückssache, ne? Ich krieg die nie wirklich auf Anhieb dahin, oder? Tür? Hallo? Tür? Wo ist der Fehler? Tür? Hallo, Tür? Tür? Alter. Ich habe ständig die Probleme, diese Tür hier hinzukriegen.
Jetzt ist er drin. Machen wir es halt so, ne? So, dann hätten wir dies schon mal. Das Lager können wir dann natürlich noch erweitern. Ich würde jetzt sogar hingehen und würde sagen, so, und jetzt tun wir diese Fläche hier. Reicht das? Erst einmal? Ich denke schon. Also, das hier Büro, das hier Verkaufsfläche, das hier Verkaufsfläche, das hier Verkaufsfläche. Dann haben wir ein kleines Stückchen größer und haben hier unsere Möglichkeit. Ich finde es schade. Oh, können wir doch. Geht das dann auch? Können die dann durchs Lager einfach da? Das wäre natürlich ideal. Dann kannst du das gut verknüpfen. Das fände ich halt cool. Oh, jetzt haben wir aber hier keine. Jetzt haben wir hier keine Tür mehr. Jetzt haben wir wieder eine Tür. Okay, 27.000. Wisst ihr was? Kaboom. Machen wir. Das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir ja Ruhe. Wir können jetzt in Ruhe nämlich rausgehen und können jetzt in Ruhe das Geschäft einrichten. Wir haben jetzt 27.000 ausgegeben. Ware ist bestellt. Da müssen wir jetzt als erstes schnell gucken, dass wir als erstes... Nein. Den hier wieder aufstellen. Dass der da die Ware gleich reinhauen kann. Ich denke nämlich, da kommt schon, genau, wollte ich gerade sagen, da kommt nämlich schon. Und notfalls müssen wir ihn halt gleich nochmal bestellen. Dann ist es halt so. Können wir jetzt gerade nicht ändern dann. Weil er wird nicht alles da wahrscheinlich reinkriegen, oder? Nee, kriegt er nicht. Okay, da müssen wir ihn gleich nochmal ordern, weil ich finde jetzt gerade das andere Teil nicht. Das sollte eigentlich hier sein, ist es aber nicht. Egal. Gut, können wir hier gerade nicht ändern. So, die Regale, die nehmen wir mal mit. Mitarbeiter, perfekt. Das ist halt echt ideal, ne? So, zack, die Regale hier hin. Den packen wir mal aus. Das ist der Schreibtisch. Ach, guck mal, hier ist es wahrscheinlich, das andere Ding. Hat sich hier reingeschoben wahrscheinlich, ja genau, okay. Ist nicht so schlimm. Wie viel hat er denn noch... Wo er noch bringen müsste. Liefert gerade Pakete aus. Gut. Kommt jetzt nicht mehr. Der ist jetzt erstmal weg. Ist aber nicht so schlimm. So, wir räumen jetzt erstmal. Wir packen jetzt ein. Aus. Ein, genau. Wir packen gleich aus. Aber erstmal machen wir die Regale noch hier hin. Das hier noch. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen mehr Fläche. Und ich denke, das ist gut so. Das ist wirklich... Ich denke, das ist gut. Damit können wir dann auf jeden Fall arbeiten. Die Kaffeemaschine hier hin. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir da vielleicht jetzt... Gucken wir mal. Die Möglichkeit haben... Ja, guck mal. Hier. Zack. Das sieht halt noch ein bisschen gequetscht aus, aber jetzt können die sich hier auch schön hinsetzen. Ein bisschen mehr Entspannung, mehr Zufriedenheit. Umso besser ist es. So, was ist das hier? Auch noch Kleider, alles klar. Wir hatten nur drei Regale. Okay. Lagereinheit. 20.000, die möchte ich jetzt eigentlich noch nicht holen. Würden wir da jetzt noch mal eins dran kriegen? Nee, weil die Tür so blöd gesetzt ist, ne? Eieiei. Aber wir würden es hier hinkriegen. Dann gehen wir nämlich mal hin und tun jetzt einfach mal das hier hinstellen. Ja, pack mal aus, ist okay. Trink mal ein Stück Käffchen. So. Wir sind bei 19 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt. Aber im Anschluss geht sofort hier an dieser Stelle weiter. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.